Heute gibt es ein weiteres Video von mir, und zwar eins, das ich seit einem Jahr nicht mehr gemacht habe, nämlich ein Unhaul. Also zeige ich euch heute alle Bücher, die im letzten Jahr bei mir ausgezogen sind. Überraschenderweise sind es gar nicht so viele. Ich habe ein paar aussortiert, die ich schon länger hatte, die ich nie wieder lesen werde oder wo ich nicht ganz wusste, warum die noch bei mir stehen. Und einige, die ich in letzter Zeit gelesen habe und die mir nicht so gefallen haben, die jetzt ein neues Zuhause suchen. Wenn ihr also von diesen Büchern eins oder mehrere haben wollt, dann schreibt mir gerne. In der Infobox findet ihr alle Infos, also meine E-Mail-Adresse. Das ist meistens am einfachsten. Ihr könnt mir auch über Instagram schreiben, ihr könnt mir über Facebook schreiben. Ihr könnt mir auch hier einen Kommentar hinterlassen. Das wird nur leider nichts bringen, weil man ja auch irgendwie eine Adresse und so weiter austauschen muss. Deswegen, ihr könnt mir schreiben, auf welchem Weg auch immer ihr möchtet, wenn ihr eins oder mehrere Bücher haben wollt. Natürlich gibt es Rabatte bei Mengen. Und natürlich sind die Preise an sich verhandelbar. Ich blende euch ein, was ich mir überlegt habe preislich, und ich schreibe sie nochmal in die Infobox, damit ihr nochmal nachgucken könnt. Alle Preise, die ich einblende, sind ohne Versandkosten. Die kommen obendrauf. Die würde ich dann ermitteln, je nachdem, wie schwer das Buch ist, wie viele Bücher es sind, ne? Also ob es ein Päckchen ist, eine Warensendung etc. Das können wir dann besprechen, wenn ihr eins haben wollt. Es sind einige Bücher geworden, ich glaube 15 oder 16 Stück. 15, glaube ich. Ja. Und die werde ich euch jetzt hier zeigen. Ich werde euch kurz sagen, worum es geht. Wie immer spoilerfrei. Bei den meisten weiß ich es gar nicht so genau. Also es wird sehr vage bleiben. Und einige davon sind auf Englisch, aber nicht so viele. Die mache ich dann zum Schluss, weil ich weiß, dass die meisten von euch keine englischen Bücher lesen. Falls aber welche dabei sind, die es tun, können die gerne dranbleiben. Und ja, dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass der Großteil dieser Bücher weggeht. Ich kann damit leben, wenn nicht alle davon weggehen. Ein oder zwei sind, glaube ich, nicht mal in einem Verlag veröffentlicht worden. Es sind auch Mängelexemplare dabei und so weiter und so fort. Aber ich würde mich freuen, wenn ein Großteil davon ein neues Zuhause findet. Deswegen mal gucken, ob ich das hinbekomme. Das erste Buch ist direkt ein absolutes Schmuckstück. Und ihr werdet ein bisschen verrückt, wenn ihr es nicht nehmen würdet, wenn ihr es lesen wollt. Und zwar All Our Hidden Gifts, die Macht der Karten von Carolyn O'Donoghue in der Ausgabe mit dem geilen Buchschnitt. Jetzt denken alle sich, warum verkauft die das? Weil ich keinen Platz habe. Ich habe keinen Platz, um Bücher zu behalten, die ich nicht mochte, die aber hübsch aussehen. Das kann ich mir nicht leisten. Und deswegen hoffe ich, dass es, ja, es ist hier so rundum wunderschöner Buchschnitt, dass es ein neues Zuhause findet. Ich habe hierzu auch noch die Tarotkarten, die ich mit reinlegen kann in das Päckchen, wenn ihr euch dafür entscheidet. Hier geht es um ein Mädchen, das ja, Tarotkarten für sich entdeckt und dann eben aus Versehen damit herbeiführt, dass eine Freundin von ihr, eine ehemalige Freundin, spurlos verschwindet und sie muss dann rausfinden, wie sie die wieder zurückbekommt. Also genau, ein ja, Jugendfantasy, Magie, Liebesgeschichte, alles in allem. Ja, das dazu. Also falls ihr es haben wollt, dann schreibt mir einfach. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr die Tarotkarten damit dazu haben wollt. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich sie nicht rausgesucht, aber ich habe die auf jeden Fall noch. Und ich glaube, ich habe auch noch die Autorenkarte. Da war noch so eine Karte drin, wo Carolyn O'Donoghue, also übersetzt natürlich auf Deutsch, geschrieben hat, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Die kann ich ebenfalls mit hinzufügen. Also aus dem Paket, was ich damals hatte, kann ich euch die beiden Sachen ebenfalls mit dazulegen, wenn ihr euch hierfür entscheidet. Und ja, das ist alles im Preis dann mit inbegriffen. Genau, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich das hinlege. Ich lege es mal hier unten. Der Boden wurde zum Glück heute frisch gewischt. Dann ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe. Deswegen tut es mir mega, mega weh. Aber wie gesagt, ich habe nicht den Platz, um alle Bücher zu behalten, die ich nie lesen möchte, nur weil sie mir geschenkt wurden. Leider. Und zwar geht es um Warum Engel nie Mundharmonika spielen von Karin Königke. Ich konnte damit einfach nicht so viel anfangen. Vielleicht war es einfach der falsche Zeitpunkt, weil ich fand den Schreibstil sehr gut. Und hier geht es um, ja, Engel. Und es geht um einen Musikwettbewerb auf der Erde. Die werden dann, ja, mit wem anders zusammengebracht und es geht eben darum, dass die Engel ja so eine Art Contest haben, wer seinen Erdling auf den besten Weg bringen kann. Ja, das ist also so eine Art Engel-Contest. Recht lustig und ja, eben auch eine Liebesgeschichte mit einem wunderschönen Cover, falls ihr daran Interesse habt. Das ist auch in einem guten Zustand. Das andere war übrigens in einem perfekten Zustand. Also keine Leserin, kein gar nichts und hier auch nicht. Also ich glaube, die eine Ecke ist minimal angedätscht. Aber da ist kein Dreck dran, keine Leserille, kein gar nichts. Also sieht super aus und hoffentlich findet das ein neues Zuhause. Ist perfekt für den Winter, falls ihr irgendwie so ein Weihnachts-Winterbuch wollt, dann das spielt so in der Jahreszeit. Dann zwei Bücher, wo ich nicht glaube, dass ich sie loswerde, aber ja, vielleicht, wenn ich die Preise ganz niedrig habe. Die sind ein bisschen verdunkelt, aber sonst ist da eigentlich, ist da eine Leserin drin? Nee, ich glaube nicht.
keine Leserin. Ich habe die schon ewig. Ich weiß gar nicht, welches der erste Teil ist. Und zwar The Perfectionists von Sarah Shepard. Da gibt es auch eine Serie zu, die mit den Büchern aber nicht viel zu tun hat. Gutes Mädchen, böses Mädchen. Und Lügen haben lange Beine. Die würde ich am liebsten zusammen verkaufen. Es ist eben diese Dilogie. Also es gibt nur diese beiden Teile. Und hier geht es um eine Gruppe Highschooler, die sich eigentlich nicht so wirklich kennen. Die haben nicht viel zu tun. Aber es gibt eben einen Jungen, den sie alle hassen aus verschiedenen Gründen, und der wird dann umgebracht. Und jetzt müssen sie natürlich rausfinden, wer es war, damit die nicht ja, verdächtigt werden, weil jeder denkt, einer von den vier muss es gewesen sein. Und ja, ich fand die richtig gut damals, aber ich weiß, ich werde sie nicht nochmal lesen und ich habe einfach den Platz im Regal nicht mehr. Ist wie gesagt eine Dilogie. Genau. Und ich glaube, beim einen ist hier unten so ein schwarzes Streifendings. Weiß gar nicht, was das ist. Aber ansonsten sind die in sehr gutem Zustand. Keine Leserinnen, kein nix. Und vielleicht wollt ihr diese beiden Bücher haben. Genau, dann ein Buch, was im Self-Publishing erschienen ist, was ich auch mal geschenkt bekommen habe, was ich auch gelesen habe, was jetzt ganz gut für die Halloween-Oktoberzeit ist. Und zwar Des Nachts im finsteren Wald von Jana Oltersdorf, Dunkle Märchen. Und hier gibt es verschiedene Märchen, die einfach ganz, ganz düster neu erzählt werden mit einem verschiedenen Twist, der sehr häufig sehr creepy und gruselig eben ist, dem Cover sehr entsprechend. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Märchen. Also es sind halt quasi Kurzgeschichten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Märchen gibt es hier. Genau. Also verschiedene Märchen-Neuerzählungen eben, die gruselig sind. Genau. Ach so, übrigens auch nichts dran. Keine Leserille, keinerlei Flecken, nix. Genau, dann ein Buch, was hoffentlich auch sehr begehrt ist, weil es wunderschön ist und es mir so weh tut, dass ich es weggeben muss. Aber ich möchte die Reihe nicht weiterlesen und ja, ich kann es mir aktuell platzmäßig nicht leisten, schöne Bücher im Regal zu haben, wo ich nicht weiterlesen werde. Und zwar geht es um Ein Kleid aus Seide und Sternen von Elizabeth Lim. Für mich ist es eine Mulan-Neuerzählung, aber eigentlich ist es offiziell, glaube ich, keine. Hier geht es um ein Mädchen, das in einer Familie mit Jungs aufgewachsen ist. Also ihre Mutter gibt es nicht mehr und der Vater ist eben Schneider, weil in dieser Welt die Männer Schneider sind und die Mädchen dürfen das nicht. Und dann gibt es einen Wettbewerb am Hof des Kaisers. Und sie verkleidet sich dann eben als einer ihrer Brüder und reist hin, weil der Rest ihrer Familie dort nicht hin kann. Und ja, es ist eine Liebesgeschichte, es geht um diesen Wettbewerb, der nimmt aber nur den ersten Teil des Buches ein. Im zweiten Teil des Buches geht es um einen Roadtrip. Mehr kann ich nicht verraten. Ist der erste Teil von dreien, der zweite ist auch bereits erschienen. Ich weiß nicht, ob es bei drei bleiben wird, aber aktuell sind drei angekündigt. Ja, Jugendfantasy, wunderschön, gar nichts dran, keine Leserille, kein nichts. Also vielleicht möchte das jemand von euch auch haben. Dann auch eine Neuerscheinung, die ich erst vor kurzem gelesen habe und die ich jetzt weitergeben möchte. Und zwar Berlin Monster oder Berlin Monster. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Nachts sind alle Mörder grau von Kim Raabe. Und hier geht es um eine Ermittlerin, die in Berlin ermittelt, in einem Berlin, wo es magische Wesen gibt. Eine sehr coole Grundidee dahinter, die ich nicht spoilern will. Und ja, sie ermittelt eben in einem Fall von einer vermissten Elfe oder sowas ähnlichem Elfenmäßigen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen. Und ja, findet dann eben allerhand raus. Also es ist ein Kriminalfall, aber es ist halt hauptsächlich Jugend, na, nee, die ist schon 30. Erwachsenen-Fantasy in Berlin, das sehr raue Berlin, das sehr düstere Berlin, und eben dieser Kriminalfall, den sie lösen muss. Der erste Teil einer Reihe, falls euch das interessiert. Gerade erst erschienen, also ganz frisch, aber ja. Ich habe es schon gelesen und muss es nicht bei mir stehen haben, aber ich hoffe, es findet ein neues Zuhause. Dann ein Mängelexemplar, wo ich nicht genau weiß, ob es einen neuen Besitzer findet, aber ich freue mich immer sehr, wenn diese Bücher auch an jemanden weitergegeben werden, weil nur weil ich ein bestimmtes Buch vielleicht nicht so mochte oder nicht gelesen habe, heißt es ja nicht, dass jemand anders das nicht tun kann. Und ja, das hoffe ich natürlich immer. Und zwar geht es um Deine letzte Stunde von Carlos Montero. Montero, ist glaube ich ein Spanier. Und hier geht es um eine Lehrerin, die Aushilfslehrerin an einer Schule wird, die mit ihrem Mann dahin zieht. Der ist da aufgewachsen und freut sich, dass sie wieder zurückziehen. Und sie ist sehr skeptisch, denn die Lehrerin, die sie vertritt, hat sich umgebracht. Und viele munkeln, dass es gar kein Selbstmord war. Und sie muss jetzt natürlich rausfinden, nicht nur, was ist mit der passiert, sondern auch, wie geht sie damit um, weil diese Schüler teilweise sehr, sehr hart mit Lehrern umgehen. Und ja, es geht so ein bisschen um die Lehrerin. Es ist aber ja, ein seichter Thriller, würde ich sagen. Also es ist jetzt kein sehr harter, kein sehr blutiger Thriller, eher einer, der so vor sich hin plätschert.
Falls ihr sowas mögt, dann kann ich das empfehlen und dann, ja, ist es vielleicht was für euch. Ist ein Mengenexemplar, so dass unten der Stempel und hinten noch der Kleber drauf, den habe ich jetzt nicht abgemacht. Ansonsten ist da nichts dran. Also ist halt der Stempel und ist, glaube ich, kein Ratscher drauf. Na doch, das sind so ganz, ganz leichte, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Nee, kann man nicht. Ganz, ganz, ganz leichte Ratscher, die aber nicht durchdrücken. Also die sieht man fast, also die sieht man nicht, man merkt sie nur, wenn man sehr fest drüber geht hinten. Ja, also das gebe ich ebenfalls ab. Ein weiteres Mängelexemplar, was mir weh tut, aber das Cover ist ultra hässlich. Ich mochte es überhaupt nicht und es ist ein Lieblingsautor, aber ich bin inzwischen so, dass ich sage, wenn ich alles andere von ihm habe, dann ist es okay. Und zwar abgeschnitten von Sebastian Fizek und Michael Zokos. Das ist ein Thriller, wo es um einen Gerichtsmediziner geht, dessen Tochter entführt wird und er muss dann eben mit sehr gewagten Methoden, weil er auf die Insel, wo sie vielleicht gefangen ist, nicht draufkommt, muss er eben, ja, versuchen, andere Wege zu finden, an sie ranzukommen und diesen Fall zu lösen, sozusagen. Genau, also die Kollaboration von Fizek und Zokos. Mehr Zokos als Fizek, wenn ihr mich fragt. Mängelexemplar Stempel unten und Leserillen. Also leicht rund gelesen. Jetzt nicht mega krass. Man sieht die auch nicht so doll, aber es ist halt minimal, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, minimal rund. Und halt recht dunkel. Also recht vergilbt, weil es schon sehr alt ist. Aber ansonsten, ja. Also ich gebe das auch quasi für lau ab. Also Hauptsache, ihr habt Interesse dran. Dann wird man sich da schon irgendwie einig. Dann ebenfalls eine Neuerscheinung aus diesem Jahr. Und zwar, und dann war es Liebe von Lorraine Brown mit diesem wunderschönen Buch, wo man dann eben auch diese wunderschöne Innenseite hat. Genau. Eigentlich wollte ich das noch anders machen, aber ist egal. Also, und dann war es Liebe von Lorraine Brown. Hier geht es um eine Frau, ein Mädchen, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist. So 20 ungefähr, die mit ihrem Freund nach. Wo fahren die hin eigentlich? Genau, also die wollen nach Amsterdam und sie wacht aber im falschen Zugabteil auf und ist plötzlich in Paris und er in Amsterdam. Und sie hat jetzt 24 Stunden in Paris, bevor der nächste Zug fährt und lernt dort einen Pariser kennen und entdeckt mit ihm die Stadt. Und ja, Liebesgeschichte, Paris, die Stadt der Liebe. Falls euch sowas interessiert, ist es vielleicht was für euch. Da ist auch nichts dran, also kein Stempel, kein Dreck, keine Leserillen, gar nichts. Sieht noch sehr gut aus. Also ich hoffe, das wird einen neuen Besitzer finden. So, dann kommen wir nach diesem kurzen Teil. Also ich glaube, das ist das kürzeste Unhaul-Video, was ich je gemacht habe. Normalerweise sind es mehr Bücher, aber ich dachte, das wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Im Weihnachten rum hat eh keiner Geld für neue Bücher. Und vielleicht habt ihr jetzt Lust, zum Herbst nochmal ein paar neue Bücher zu kaufen. Und mehr hat sich jetzt nicht angesammelt, was eigentlich ganz gut ist, weil es heißt, dass ich viele gute Bücher gelesen habe. Ja. Aber jetzt kommen noch ein paar englische Bücher. Also falls ihr englischsprachige Bücher interessant findet, haben wollt oder jemanden kennt, für den ihr die haben wollt, dann bleibt dran. Ansonsten, ja, schreibt mir, wenn ihr von den deutschen Büchern was wollt. Jetzt kommen nur noch englischsprachige. Angefangen mit einem Buch, was ich glaube ich schon mal gezeigt habe, aber ich versuche es einfach nochmal. Nämlich Harry Potter and the Order of the Phoenix von J.K. Rowling in der Hufflepuff-Ausgabe. Ja, das ist minimal angedatscht hier oben, aber fast gar nicht. Und ansonsten hat es nichts. Es sieht wunderschön aus, aber ich habe es eben doppelt und ich liebe die Reihe, aber ich habe keinen Platz, um jeden Band zweimal da stehen zu haben und das ist ja auch nicht nötig. Also ja, falls ihr den haben wollt, werden wir uns bestimmt einig. Ich hoffe so, dass der ein neues Zuhause findet, sonst muss ich mal gucken, was ich mache. Ja, der ist fast zu schade für einen Bücherschrank, auch wenn es so hardcore klingt, aber viele Bücherschränke, die sind nicht so witterungsbeständig, da will ich sowas nicht reinstellen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht wollt ihr es ja haben, ist zwar ziemlich fett, aber wie gesagt, Hufflepuff-Ausgabe. Ah, die lege ich mal hier hin. Dann zwei Bücher von Rainbow Rowell. Und zwar den ersten Teil von Simon, wie heißt der? Simon Snow, Carry On. Und den zweiten Teil, Wayward Son. Genau. Also die sind beide in super Zustand. Da ist gar nichts dran, keine Leserillen, kein gar nichts. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da ist nichts dran. Genau. Und am liebsten würde ich die beiden auch zusammen abgeben. Beide auf Englisch, wie gesagt. Und beide. Der hier ist ungelesen, der ist gelesen. Sieht man aber gar nicht, weil da keine Leserille und kein Ditcher und gar nichts dran ist. Also, ja. Falls ihr die haben wollt, dann schreibt mir gerne. Dann ein Buch, was ich nur schweren Herzens abgebe, weil es eins meiner absoluten All-Time-Favorites ist. Aber ich habe beschlossen, dass ich mir das im Hardcover hole, weil ich alle anderen Bücher der Autoren auch im Hardcover habe. Das ist der Grund, warum ich es abgebe. Und zwar Since You've Been Gone von Morgan Matson. Hier geht es um Emily und ihre beste Freundin verschwindet einfach und hinterlässt ihr eine Liste der Sommeraufgaben. Und sie hofft eben, dass wenn sie die Liste durch hat und der besten Freundin das schreibt sozusagen, dass sie dann wieder zurückkommt, dass es eins ihrer Spiele ist. Und ja, dann lernt sie eben neue Leute kennen im Sommer und hat einen ziemlich interessanten und coolen Sommer.
Und es ist eine der besten Bücher, was ich je gelesen habe. Also wenn ihr auf Englisch lest und eine Sommerstory wollt, die einfach nur genial geschrieben ist, fantastisch ist und eins von den Jugendbüchern, was man gerne liest und was nicht mit Klischees voll ist, dann kann ich das nur empfehlen. Also ich hoffe, dass irgendwer Interesse daran hat und es wirklich lesen will, weil ich es einfach so toll finde. Aber ich werde mir halt das Hardcover holen demnächst und deswegen muss es jetzt hier als Taschenbuch ausziehen. Und das Cover ist auch nicht so toll, aber das Hardcover ist das gleiche Cover, also ja. Aber die Geschichte ist es wert. Ich verspreche euch, die Geschichte ist es wert. Das ist das beste Morgan Madsen-Buch überhaupt. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefällt und hoffe, dass es jemand haben möchte. Und dann ein Buch, was auch noch relativ neu ist, nämlich erst im Juli erschienen. Und ich habe es schon gelesen und ich muss es nicht hier behalten. Mein englisches Bücherregal ist sowieso voll. Und zwar Kate in Waiting von Becky Albertalli. Und hier geht es um Kate, die mit ihrem besten Freund zusammen, der schwul ist, sich immer in den gleichen Kerl verliebt. Und das ist irgendwie so deren Ding. Was heißt verliebt? Die haben immer so einen Crush halt, ne? So eine leichte Verknalltheit. Und die haben das immer bei dem gleichen Typen. Und es ist immer ganz witzig, weil es eben nicht so ernst ist, nicht so lang anhaltend. Und dann kommt aber jemand an ihre Schule, den sie beide mögen, in ihre Theater-AG. Denn es gibt auch ein Musical an dieser Schule. Und sie sind in der Musical-AG. Und ja, sie mögen ihn beide sehr. Und dann wird es doch ein bisschen kompliziert. Ja, genau, also das neue Buch von Becky Albertalli, der Autorin von Love, Simon, beziehungsweise nur drei Worten auf Englisch. Und ja, wenn ihr es haben wollt, dann schreibt mir einfach auch das. Perfekter Zustand, keine Leserillen, gar nichts dran. Also, ja, das war's von mir an dieser Stelle. Schreibt mir bitte, wenn ihr eins oder mehrere Bücher haben wollt. Wir werden uns sicherlich einig, was die Preise angeht. Ich möchte sie einfach ein neues Zuhause geben, weil hier kein Platz ist und ich die meisten davon auch nie wieder lesen möchte, beziehungsweise in einer anderen Ausgabe haben will. Darum geht es eigentlich. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das Video die Runde macht und dass ihr fleißig diese Bücher an euch ihrer annehmt, könnte man sagen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!